Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Wir sind im Tuning Shop und können uns mal ein paar Teile rauspicken, beziehungsweise sollten wir das lieber tun, denn wir werden gleich unterwegs sein in einem Rennen, bei dem 240 Punkte empfohlen werden. Und wir haben 240 Punkte mit diesem schönen Teil. Gerade vergessen, was es genau war, aber irgendwas Blaues. Okay, gut. Da ist die Auswahl sogar relativ groß. Es müsste eigentlich das Teil gewesen sein. Stufe 9 haben wir da und wir setzen uns den Wegpunkt zum nächsten Racer-Event bei den Silver Six und schauen mal, dass wir da die Jungs nochmal ein bisschen aufheizen können. So aber nicht. Gut, und ansonsten werden wir ab morgen wieder um 12 Uhr am Start sein. Das ist so die Uhrzeit, für die ich bei mir Need for Speed angesetzt habe. 2,90 soll ich da fahren, alles klar. Knapp verfehlt. Und, ouch, heute wurde es ein bisschen später, denn heute habe ich eine sehr, sehr große Sache zu Ende gebracht. Es geht um meinen eigenen T-Rex. Ah, okay, hier haben sich schon alle versammelt. Oh, den Sprung, Moment, den Sprung muss... Alter, wie siehst du denn aus? Das tut mir ja fast schon leid für den BMW. Gott. Da kommt man ja Gefühle. So, den Sprung möchte ich aber unbedingt mitnehmen. Jawohl, direkt 3 Sterne geschafft. Alles klar. Also man kommt schon relativ früh in die Situation, dass man hier Fahrzeuge hat, die ein gewisses Niveau halt auch schon haben, womit du auch 3 Sterne bei sowas haben kannst. Und unser Fahrzeug ist immer ein bisschen dezent schneller und schneller mit einem Tuning-Teil natürlich. Und das ist ja hier jetzt unter anderem auch ziemlich geil. Eine Sprungdistanz von 120 Metern schaffen. Mal gucken. Schön, dass du zurück bist, Muchacho. Bereit für ein Rennen? Jederzeit. Los, los. Das war ein ziemlich guter Start. Wenn ich jetzt direkt nach links gezogen wäre, dann wäre es geil gewesen. Okay, ansonsten haben wir 9,2 Kilometer jetzt noch. Also wir fahren mehrere Runden. Ach so, einen Sprung am Stück soll ich schaffen. Ah, okay, alles klar. Könnte ein bisschen kritischer werden. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. So. Auf durch die Tankstelle. Boah, Vorsicht. Eine kleine Abkürzung hat uns auf jeden Fall was gebracht. 6000 Credits kriegen wir auf jeden Fall schon mal direkt zugesteckt, wenn wir hier das Rennen jetzt gewinnen. Für die Wette. Okay, sehr, sehr gut. Wir sind schon auf Stufe 11. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist mittelmäßig wahrscheinlich irgendwo. Gib doch einfach auf. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay, gut. Wir werden zurückgesetzt. Was? Das mit der Schrottkarre? Was hätte er denn? Oh, tut mir leid. Direkt mal einen Porsche weggenockt. Oh Mann. Oh, manchmal hat er aber auch echt ein bisschen untersteuern. Ey, heute ist irgendwie echt kein gutes Rennen. Okay, was soll das bedeuten jetzt? Okay, das war ziemlich gut. Schaffen wir es hier nochmal, den Sieg zu holen? 1,5 Kilometer haben wir noch etwa. Nach
Oh mein Gott, außenrum. Okay, jetzt aber nicht zu leichtsinnig werden. Oh Mann. Oh Gott. Also diese paar Mikroruckler, die es auch immer wieder gibt, die mache ich jetzt nicht verantwortlich für meine schlechte Fahrweise. Denn ich war doch relativ schlecht unterwegs in diesem Rennen. Habe einige sehr, sehr dicke Schnitzer gehabt. Aber auf jeden Fall hat das mich am Ende nochmal sehr irritiert. Okay, Speedkarten. Wow. Ja, die Nitro-Kapazität, das ist so eine Sache, ne? Aber wir haben halt 16 PS mehr. Wir haben 518 PS in dem Teil? Machen wir. So, dritte Quest hier erfüllt von den Racern. Springen wir weiter zur nächsten. Gaio, was ist passiert? Wieso hängst du schon wieder in diesem zwielichtigen Mist drin? Du hast keine Ahnung, wie kurz das Haus davor stand, uns alles zu nehmen. Ich war im Knast, Mann, im Knast. Sogar die Cops gehören hier. Das macht uns keine Angst. Ich kenne dich, Mann. Du brauchst nur einen Vorwand, um auszusteigen. Ich gebe dir einen. Früher vielleicht, aber nicht diesmal. Das sagst du ständig. Und trotzdem scheinst du ziemlich gerne mit uns zu fahren. Dachte ich mir. Das nächste Rennen ist am Dern. Wir sehen uns da. Okay, wie ich fall hier in den Abgrund. Okay, geil. Ah, Moment, das ist mit der Speedzone verbunden. Das ist sogar relativ entspannt. Wie weit geht die Speedzone noch? Keine Sterne für bekommen? Okay, irgendwann hat auch die Speedzone gemerkt. Moment, der ist eine ganz andere Route gefahren. Es ging viel zu schnell. Okay, das war fast perfektes Powerparking. Autsch, aber das Auto sieht aus, als müsste ich das öfters hinbekommen. Okay, innerhalb von 280 Sekunden abschließen. Gut, jetzt darf ich mir keine Schnitzer mehr erlauben. Ich habe deine Crew besiegt. Das heißt, ich fahre gegen dich, Mano a Mano. Was willst du? Ein Rennen oder Quatsch? Jetzt zählt's. Okay, 280 Sekunden sind 4 Minuten 40. Und wenn die Zeit aus dem Autolog schon 4 Minuten 11 ist, dann dürften wir das doch wohl hinbekommen. Frage ist, ob wir das Rennen gewinnen können. Das war nämlich beim letzten Mal relativ knapp. Uiuiui. Wir kämpfen auch gerade mit 12 Punkten Defizit. Alter Schwede. Tut mir leid, Mate, ich hab dich da nicht erwartet, dass du so plötzlich wieder nach links ziehst.
Okay, über 250. Komm schon, mit 520 PS, da muss noch ein bisschen mehr drin sein. Autsch. 280 sind wir gefahren. Ich vermisse aber so ein bisschen das System, dass man Nitro bekommt, indem man coole Sachen macht. Im Gegenverkehr fahren, bei Nahunfälle. Driften. Und so weiter und so fort. So, und wir sind nur noch etwa 700 Meter vom Ziel entfernt. Autsch. Und ab geht's ins Ziel. Los jetzt, du und ich. Ja, sehr schön. Auch noch 10 Sekunden unter der Autolog-Zeit. Ich weiß nicht, was es einem bringt oder bringen soll. Geil, dass die Karre auf jeden Fall weiter rückwärts rollt. Und wir haben... Ah, wir hatten gerade eben $262.000 glatt. Ja, Sprung und Tempo. Bringt das was? Nee, das kann man direkt eintauschen. Und wir haben eine neue Mission freigeschaltet. Fahr gegen mich. Vergiss es. Oh, hast du Angst? Kann der große böse Gaio es nicht mit dem kleinen Tyler morgen aufnehmen? Ich weiß, was du vorhast, Mann, aber das Haus hat alles im Griff. Der Outlaws Rush ist nur noch Show. Dann sollen sie ihre Show kriegen. Silver Rock gehört nicht dem Haus, es gehört uns. Du glaubst das wirklich, oder? Darauf kannst du Gift nehmen. Du unterschreibst dein Todesurteil, Erwachsene. Okay, das Rennen geht klar, aber wir nehmen die Aussichtsroute, damit du schöne Erinnerungen hast, wenn du im Knast fährst. Wow. So spricht man einem alten Freund viel Mut zu. Müsste mal in die Fahrzeugliste schauen, ob es den Mazda RX-7 gibt. Den würde ich auf jeden Fall für Driftrennen verwenden. So, ein bisschen wieder angelehnt an Tokyo Drift. Hans RX-7 war einfach mit das schönste Fahrzeug, was es so gibt. Dieses, ich weiß nicht, wie die Marke ausgesprochen wird. Failsight? Ja, noch nie ausgesprochen, die Marke, lustigerweise. Auf jeden Fall dieses Bodykit, das sieht so unfassbar gut aus. So, und hier schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden, was uns schneller macht. Nein, im Moment noch nicht. Wir können aber versuchen, eines der Teile hier besser zu machen. Und ich wäre dafür das Getriebe, denn... Moment, kann ich hier das... Ah ja, ich kann das schnell eintauschen. Auf geht's. Haben wir sonst noch wo was? Ja, das... Ja, kann man eintauschen. Muss man nicht, kann man. Nitro könnte man auch bevorzugen. So, und ich versuche mal ein neues Getriebe zu drehen, denn im Moment haben wir ein nicht ganz so starkes Getriebe. Ja gut, ein Sprungfähigkeitsgetriebe ist jetzt auch nicht unbedingt das geilste. 540 PS, das wäre eine deutliche Leistungssteigerung. Aber ich glaube, man sieht trotzdem, dass es nicht unbedingt so den größten Vorteil bietet. Vor allem würden wir unseren Bonus verlieren. Auf Nitro und Bremsen. Apropos Bremsen. Ja, das sieht gut aus. 540 PS auch hier. 328 km/h Höchstgeschwindigkeit. Verrückt. So, ja, Motorblock können wir auch mal tauschen gerade eigentlich, weil das ist auch ein anderer Hersteller, da muss ich mir keine Gedanken großartig machen, dass ich da irgendwas falsch hinbekomme. Beziehungsweise, dass wir da irgendwas falsch drehen. F-
von der Herstellerseite aus. Ja, und während wir viel weniger Nitro-Kapazität haben, haben wir trotzdem 17 PS mehr von 0 auf 100 in 2,93 Sekunden. Das möchte ich jetzt austesten. So, Route ist gesetzt. Okay, ganz so 3 Sekunden sind es nicht. Vielleicht mit Nitro. Es kam dem schon deutlich näher. Okay, also das Biest lebt. Weniger als 3 Sekunden auf 100, für 100 km/h. Das ist Wahnsinn. Und die 300 sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr so das große Problem. Oh, ich dachte kurz, es sei das Event, was wir jetzt fahren. Aber nee, hier, Gallo mano a mano. Pünktchen werden empfohlen, um hier gegen den Porsche zu fahren. Bin mal auf das Wrack gespannt, was wir hier gleich finden werden. Oder was uns vorgeschlagen wird. Ramme keine anderen Fahrzeuge und gewinne das Rennen. Nee, das nehme ich nicht an. Irgendwie werden wir noch kollidieren alle. Genau wie früher, hä? Da fängt man fast an, die alte Zeiten zu vermissen, was? Mann, was wir alles abgezogen haben. Gott, waren wir drauf. Los geht's! Ja, der Porsche geht auch mega ab. Aber der liegt auch so unendlich tief. Das sieht so geil aus, das Auto einfach. Also ich meine jetzt im Porsche natürlich, aber hey, mein kleiner M2, macht dir nichts draus. Wir kriegen den Typen auf jeden Fall noch, schau mal. Der kommt nicht wirklich an die 300er Marke ran. Ciao! Mein BMW möchte was anderes. Oh mein Gott. Okay, das war schlecht. Ich habe auch nicht richtig vorhersehen können, wo der jetzt gerade auf der Spur ist. Voll gegengeknallt. Egal, wir haben noch etwa 4 Minuten Zeit, um hier Gallo einzuholen. Yo, ist jetzt immer noch mit euch unterwegs? Na klar, wieso? Ja, ich habe nur daran gedacht, wie sie mich damals ausgelockt hat. Weißt du das noch? Na klar, weil du versucht hast, sie anzumachen. Ja, voll auf die Fresse. Gehe ich mal von aus. Also schnelle Kurven sind so geil mit dem, wenn du einfach nur noch driftest. Mann, dieser Spitzname. Wo kommt denn der eigentlich her? Erinnerst du dich an Red und seine neuen Chevy? Du warst zu klein, um ans Gaspedal zu kommen. Viel Zeit hat sich gestreckt und gestreckt. Okay, okay, schon kapiert. Boah, ihr müsst es echt entschuldigen, dass ich so oft hier auf der Geraden kollidiere, ey. Ich bin doch so ein bisschen im Halbschlaf. Und du hast die Schuld dafür auf dich genommen. Ich war der Einzige, der mit sowas durchkommen konnte. Ja, coole Freundschaft. Ich bin in Führung. Gute Feststellung. Okay, es bringt leider nichts. Gerade mal auf die KMH-Anzeige geguckt. Damit kommst du nicht durch. Für den Moment schon, mein lieber Tyler.
Aber langfristig irgendwie halt auch nicht, ne? Hat er schon recht. So. Nochmal schön Nitro zünden. Ich mach dich fertig. Wow. Alter Falter, dann war das knapp. Er hat mich fast in das andere Auto geschoben. Es sieht irgendwie nicht gut für dich aus. Abwarten. Man hört den Porsche auch richtig. Noch 2,5 Kilometer. Ja, die Frage ist natürlich wieder, was für ein Drift-Auto holen wir uns? Erster, du Zweiter. Genau wie früher, Mann. Denn als nächstes würde ich schon ganz gerne die Drift-Missionen annehmen. Ich bin Erster, du bist Zweiter, genau wie früher, ist auch gut. Ja, und mit einem kleinen Drift geht's hier ins Ziel. 5 Minuten 2. Wenn ich ein, zwei Fehler weniger gemacht hätte, hätten wir definitiv die 5-Minuten-Marke unterboten. So, und wir nehmen mal eine Speedkarte. Ach, Zusatzfunktion Bremsen. Ist eigentlich ziemlich gut sogar, ne? Ja, bei wie vielen Punkten kommen wir da raus? Oder bleiben wir bei 267 oder was ist da los? Ja, also weiß nicht, die Beschleunigung so an sich, wobei Bremsen sind halt auch echt unwichtig, ne? Ja, verkaufen, 3750, ja komm, verkaufen wir es mal. Okay, es gibt den X6. Schickes Teil. Ich wollte eigentlich sowieso nochmal einen neuen Offroad-Renner haben. Ah, der Ford Mustang GT. Und Mitsubishi Lancia Evo. Und es gibt den alten Porsche Carrera RSR. Ja, geil. Sehr, sehr schön. Verdammt, Mann. So ein Rennen hatte ich schon lange nicht mehr. Gib schon zu, du denkst, ich kann es schaffen, richtig? Wenn du die Sache durchziehen willst, dann brauchen wir dich in Höchstform. Du forderst mich immer wieder. Manche Leute bauen auf dich, Tyler. Sie glauben, du wirst uns diese Stadt zurückholen. Bist du manche Leute? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bis dann, Lil Ty. Okay, da ist ein Drift-Auto erforderlich für... Tyler. Morgan. Ich muss mich entschuldigen. Ach ja? Ich habe ein paar Dinge für das Haus erledigt. Es war ein Fehler. La Katrina, du solltest es besser wissen. Ich weiß. Aber ich mach's wieder gut. Ich schwör's dir. Wenn es soweit ist, stehe ich hinter dir morgen. Versprochen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir werden mal entscheiden, ob wir die Entschuldigung annehmen. Aber als allererstes werden wir hier eher... Wow, Slipstream, mein Lieber. Vorsicht. Ja, als allererstes werden wir uns einen Driftwagen zulegen, einen weiteren. Den Nissan 350Z hatten wir schon. Wir werden vielleicht beim nächsten Mal schauen, was wir uns da denn genau zulegen wollen. Und werden da mit einem frischen Fahrzeug an den Start gehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge Need for Speed Payback und schade, dass auf der Seite das Driften nicht getriggert werden kann, weil das hätte ich als Abschluss der Folge genommen. Wir driften nichtsdestotrotz einfach mal ein bisschen und ja, ich sage danke fürs Einschalten und tschüss.